alle zum Einsatz. Was muss ich noch machen? Hier mal Reparaturdrohne benutzen. Kann ich das noch mal? Nee, habe ich keinen Sprit für. Volle Kraft voraus. Und Rettungsboote. Wo sind denn Rettungsboote? Sind unterwegs. Keine. Roger. Ach, das hatte ich eben schon da unten eingesammelt, dieser komische Klotz. Selbstreparatur läuft. Haben die Drohne das zweite Mal schon benutzt? Das war totaler Quatsch. Zack. Sind unterwegs. Wellenmodem. Mach die denn? Ui! Alle zum Einsatz. Ich schieb die nur zur Seite. Ich sehe schon was Schaden. Kein Problem. Waffensysteme bereit. Wo wollen wir denn noch mehr? Boote. Im Gange. Quatsch. Grünes Licht. Waren sie zu nah an den Minen dran, ne? Wassergeschütz. Gibt ja ein fliegendes Schild hier. Ziel bestätigt. Noch Rettungsboote. Roger. Den kann ich. Oh, ich hab voll wenig Treibstoff. Warum ist denn das? Volle Kraft voraus. Was ist das? Warum blinkt das so krass? Bestätigt. Roger. Was ist das dritte? Ach, da. Im Gange. Das Boot muss ja hier irgendwo rumgammeln, oder? Komm, mach zu platt. Das ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Au, nicht so nah dran. Roger. Seid ihr denn des Wahnsinns? Okay, jetzt voll drauf. Okay, mich selber treffe ich damit gar nicht. Ah! Nutze ich direkt nochmal das Ding. Systeme online. Dann sammle ich erst den Ah ne, den kann ich nur sowieso nur einsammeln, wenn ich leer habe. Den Treibstoff. Volle Kraft voraus. Na. Ich bin schon bei 3 von 4 Benutzungen. Sind unterwegs. Da ist ein Rettungsboot. Und da ist noch eins. Mit dir sollte man sich wirklich nicht anlegen. Ach, und schon. Ach, ich muss es gar nicht abliefern. Ziel bestätigt. Oh, Bombe auch weg. Koordinaten bestätigt. Ja, herrlich. Es ist so gut wie neu. Wow. Der geht aber auch gut. Da ist noch irgendwie. Feuer frei. Eine Basis oder so. Was nutze ich jetzt noch einmal das Ding? Die Strategie ist auch auf dem Schlachtfeld erfolgreich. Zum Einsatz. Haben ich nämlich die Nebenmissionen jetzt alle erledigt? Roger. Dann kann mich hier in die dicke Schlacht begeben. Was ist das? Unterstützungsflotte. Starte Nuklearrakete. Ziel. Hier krieg ich mehr Boote. Bestätigt. Oh, noch ein MP hinterher. Alle zum Einsatz. So,
aber schon stabiler, die Brücke. Feuer frei. Ah, ich sehe schon, was los ist. Kein Problem. Wir schieben wieder rein. Zack. Erfolg freigeschaltet. Kampfbereit. Einfach so reinrauschen und alles zum Guten wenden. Unsere Mannschaften werden es. Okay. Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Die ganzen Missionen. Oh, bringt nochmal zusätzlich was. Militärstufe 3. Ich bin schon Stufe 3. Jetzt kann ich auch das Schiff upgraden. Wir machen beides, oh. Was? 110. Wie viel habe ich jetzt verschossen? Das könnte teuer gewesen sein. Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall auf mittlerer Schwierigkeit die Mission schon machen. Zurückgekehrt sind. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Monumentbau. Ach, der Raumhafen ist sogar ein Monument. Gut. Was müssen wir machen? Raumhafenlager. Um mehrere Gebäude gleichzeitig abzugraden, benutzen wir das. Switch ruhig die ganze Zeit rum, kein Ding. Okay, Überproduktion werden eingelagert. Eine Warenreserve. Für schlechte Zeiten. So, was muss ich machen? Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Ich muss hier das Ding abschließen. Kabel Zack. Angeschlossen. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Ach, jetzt ist das Ding schon komplett fertig. Achtung, Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Andockvorgang. Ist das geil. Das ist ja wirklich ein Lift. Du bist einfach mal so in den Weltraum geschossen. Hammer, nice. Meine Glückwünsche. Huh? Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Ich wollte gerade sagen, man kann ja jetzt auch grundsätzlich hier weiterspielen. Es ist ja dieses Endlosspiel mit der Kampagne und allem kombiniert. Deswegen, ich würde gern hier noch ein bisschen weiter basteln, bevor ich in die Arktis gehe. Das sollte ja auch kein Ding sein, ne? Also ein bisschen will ich mich ja doch an eine Region erstmal gewöhnen. Obwohl die Arktis mich auch noch krass interessiert. Ja, die kann ich direkt wieder upgraden. Zack. Jetzt kommen wir auf 1130 Administratoren. Wie viel brauche ich denn? Was Neues. Algenfarm brauche ich 1250 Algen, Sündzellen, ah okay, 16 Zellen zu 16 Verjüngungskuren. Okay, es ist das Zeit Ding für ein paar produziert 8 Zellen, also brauche ich das schon einmal Labor, zweimal Inkubator. Der verbraucht 8 und die produzieren 16. Das heißt, eine Algenfarm, 2 Inkubatoren für ein Labor. Ich kann auch mehr upgraden. Ach, so viel auch wieder nicht. Wo sind wir denn? Reicht das noch nicht? Knapp.
mal, dass wir hier noch ein bisschen angebaut kriegen. Neues Gebäude verfügbar. Jetzt kann ich neue Produktionslinie bauen. Erweitert. Optimal. So. Meinen Berechnungen zufolge brauche ich eine Algenfarm. Ach, ein Küstenbauplatz. Verarsch mich nicht. Habe ich denn noch einen? Da habe ich noch einen. Und da oben habe ich noch einen. Das war knapp. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, bin dabei. Also die produzieren 16, die verbrauchen 8. Abschicken hin. Kann ich hier zweimal die. Boah, ist das ein Schuppen. Ja. So, neue Straße. Jetzt muss ich gleich nochmal mit dem Strom gucken. Könnte schon wieder knapp werden. Alter. Genau, hier eine Straße. Ne, die Logistik wird knapp. Kein Problem. Baue ich auch noch. Und schon sind Verjüngungskuren. Stufe aufgestiegen. Firma unter neuem Titel Geld geführt. Geil. So. 6 Stück in Überproduktion. Jetzt kriege ich aber bald ganz andere Probleme. Weil ich habe nur noch einen Bauplatz für Wasser. Und was kann ich noch alles? Was ist das denn? Sicherheitsabteilung. Bei 2.500. Nichts zu melden. Es geht uns allen ziemlich gut. Neuroimplantate. Wie baue ich die? Noch gar nicht, wa? Hä? Aber ich hatte doch eben irgendwo diese komische Liste, ne? Wo war die denn jetzt noch? Alter. In der Arktis fallen ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Historians. Nein, da will ich gar nicht hin. Auf ihr Territorium. Ich will doch nicht in die Arktis. Hier wart, genau. Nee, da. So. Was ist das? Monumentale Brücke. Bei 2000 kriege ich eine Brücke, okay. Da ist Sicherheitsabteilung. Aber ich brauche Neuroimplantate. Vorher komme ich gar nicht an die Manager. Kann ich hier was machen? Aluminiummine. Geothermale Turbinen. Globaler Raumhafen. Neuromodulfabrik. Molybdänmine. Neuromodulfabrik. Wo? Was denn jetzt richtig? Neuromodule. Kybernetik. Was brauchen also, die? Neuroimplantate. Das ist ja das. Also muss ich in die Arktis oder auf den Mond oder wo? Ich muss in die Arktis, um diese Neuro-Dingsbums zu basteln. Aber ich könnte auch bei 2000 Administratoren eine Brücke bauen. Oi. Das war es schon wieder. Versorgung ist grenzwertig. Ich muss hier aber Wasser hinbauen.
Wie soll ich denn das sonst machen? Da muss hier einmal Wasser hin. Zack. Jetzt habe ich wieder eine leichte Wasserüberproduktion. Dann kommt schon wieder Reis dabei. Weil Reis brauchen die doch immer noch. Alles ist in bester Ordnung. Oder? Weil die brauchen auf jeden Fall Biokost. Und werden es denn mehr? Ah ja, die Arbeiter bleiben auch immer mehr. Das heißt, ich kann gar nicht. Ich brauche automatisch von allen Sachen mehr. Je größer die Bevölkerung wird, brauche ich von allen Rohstoffen. Von Anfang bis zum Ende brauche ich immer mehr Zeug. Was war das hier nochmal? Das ist Gezeitenkraftwerk. Das ist so eine Entsalzungsanlage, ne? Bitte sehen Sie sich das mal an. Sam, was? Viele Sektoren. Fabrik-Upgrades. Module verbessern die Produktivität einer Fabrik immens. Hey, behalten Sie den Helm auf. Stimmt, man kann ja. Behalten Sie den Helm auf. Filtereinheit, Produktivität plus 100%, Unterhaltungskosten plus 50. Dafür braucht man die Graphen. Aha. Wartung minus 20%. Energiewartung minus 10. Verunreinigung ist minimal. Logistik. Ja, aber im Prinzip ist ja das Wichtigste Produktivität erstmal, oder? Krass. Wenn die einfach dran sind. Alles installiert. Probier's aus. Und jetzt habe ich doppelt so viel Wasser. Hammer, geil. Hätte ich mir in die Anlage komplett sparen können. Kann ich jetzt nochmal? Kann ich auch hier so ein. Ah, das kann ich auch oben ansetzen. Aha. Wenn ich den jetzt noch hier dran knalle, dann habe ich den auf plus 15, dann kann ich den wieder einreißen. Hammergeil. So, kann ich das auch mit dem. Ne, Sonnenblumen nicht. War das? Obst. Das war die Reis. So, was kann ich denn hier machen? Produktiv 180%. Boah, sind das Oschis, ey. Kriege ich auch irgendwo hier noch dran? Nö. Ja, nice. Hab ich jetzt schon verkackt. Was kann ich hier noch machen? Das gleiche, Energie, bla bla. Ich will aber eigentlich Produktivität mal steigern. Gucken wir mal, wie man das verwursten könnte. Jetzt muss ich mal gucken, was kostet denn extra? Unterhaltungskosten plus 90%, okay. Ah, das ist ja wohl Bombe. Damit kann man sich ja richtig Zeug einsparen. Das ist. Und man kann das immer wieder verschieben. Das ist total geil. Aber, es tut sich was. Hier ist noch so ein Entsalzungsding. Kann ich das Gezeitenkraftwerk auch noch? Einfach rumfahren und auf Leute schießen. Denen liefern wir einen Kampf. Also kriege ich nochmal 100%, kriege ich 600. Ich muss einfach mal ausprobieren. Kriege ich echt nochmal 300 Elektrizität dabei. Das ist ja wohl ultra praktisch. Da kann man ja richtig ausbauen. Jetzt habe ich durch die beiden Reisfelder
zwar ein bisschen mehr kosten, aber ich habe 180% mehr Credits an Wartung, aber dafür 460 Produktionsrate. Das ist genial. Okay, die Reisfarm braucht jetzt relativ viel Platz, aber hier mit dem Wasser ist genau das gleiche, ne? Doppelt so viel Kosten für dreimal so viel Produktion. Also Module sind geil, dafür brauchen wir auf jeden Fall Graphen und dafür muss man wahrscheinlich diese, diese Kampfmission machen. Was ich jetzt mache, bevor wir in die Arktis gehen, mache ich mal eine Pause und sag bis zum nächsten Mal bei Anno. Ciao.